aber es sind auch nicht viele Leute die zu schauen, ja, zuschauen. zuschauen Ja, was macht ein Zuschauer? Er tut Zuschauen. Ja. Was macht ein Fußballer? Er tut Fußballen. Schutten. So. Hm? Was macht der Gastrokolumnistin? Sie tut Gastrokolumnistieren. Essen. 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 Essen und Schreiben. Schreiben und Essen. Ah, Gastrokolonistinnen sind einfach die, die mit vollem Mund schreiben. Genau. Lieber als reden, oder? Viel lieber als reden. Ja. Darum es <laughs> keine Gastro. Podcasts. Das gibt es hundertprozentig. Ja, natürlich gibt es. Ich habe einen. Beine. Er heißt Tankersmahlzeit. Okay. Und ich befrage Köche über ihre alle letzte Mahlzeit, die sie in ihrem Leben essen würden. Und dann kochen wir das zusammen und ein bisschen bläudern. Und am Schluss reden wir noch essend. Reden. Das ist ein bisschen schwierig. Das ist nie gut. <laughs> Tonmäßig ist es ein bisschen schwierig. Wir können es ausbauen. <laughs> wir könnten es mit Fußballtrainern machen und sie fragen, was sie am Abend vor ihrer Entlassung am liebsten <laughs> kocht Absolut. bekommen? Aber da, da brauchen wir da wirklich ähm, Expertise, um das Antizipieren zu antizipieren. Wenn... Du hättest es ja jetzt nicht antizipiert beim David Wagner. David Wagner, David Wagner, hilf mir schnell. Der Name sagt <laughs> mir. Irgendetwas sagt mir der Name. Das ist doch ein Komponist, oder? Neue <laughs> Botschaftsaufstellung vom Heimteam. Mit der Nummer 10. Der Männer. Sieger! Und mit der Nummer 13. der Tom. Sieger! Ja, nein, die Bratwurst hat sowieso keine Ahnung. Selten ist Fußball so unwichtig, wie gerade in Moment, wo uns alles andere mehr interessiert als ein paar Mannsgöckel, die man eine Bühne anrennen. Mm. Weil wir aber einen Fußball-Podcast sind und kein Polit-Podcast, bleiben wir bei unserem Kerngeschäft. Auch wenn der Krieg in der Ukraine natürlich einen dunklen Schatten auch auf den Fußball wirft, da kommen wir sicher noch dazu. Und wir müssen wir wollen und müssen natürlich heute über IB reden. Bei uns ist Claudia Salzmann, Bernerin, Gastrojournalistin. Sie neuestem Kommentatorin beim IB-Radio Schwarz. Ich finde, wir hätten genug Gesprächsstoff EK. gehabt. Ihr nicht extra noch müssen. gestern den Trainer entlassen Ja, genau. Also, wir haben ja zusammen telefoniert, um herauszufinden, über was wir reden wollen. Am Schluss ja. haben wir gemerkt, okay, jetzt ist der IB-Trainer <laughs> <der lacht> entlassen worden. Ja, haben wir das gesehen? kurz Bern? Also ich hat das jetzt denken, sagen ja alle, sie gesehen gekommen und es war ja klar, sie auf der Hand gelegen. Und so. Er war vielleicht ein bisschen nicht so öffentlich, wie das in Basel ist passiert vor der Winterpause. Aber ähm, ich denke, es geht noch zwei Runden länger. Aber warum nicht jetzt? Jeder Punkt zählt. Hast du schon ein bisschen gespürt in Bern, wie man auf die Entlassung reagiert? Ist jetzt, also was man kann sagen kann, David Wagner war nicht der allergrässigste, aller grösste Publikumsliebling aller Zeiten in Bern. Das kann man glaube ich sagen. Von Anfang an ist er... So, ja. also die Leute haben sich gefragt warum das gerade er kommt das haben wir jetzt so ein bisschen lesen. Ähm, ich weiß auch nicht also er hat vielleicht so das Team nicht ganz gefunden wie man hat gehofft aber seien wir ehrlich es war auch ein schwierig nach dem Jerry Seawane und nach dem Adi Hütten nachher einfach, einfach so in die Fußstapfen zu stehen. ich hätte es nicht so machen also er hat es nicht gefunden hat es Jerry, Sie war nicht so gut versteckt, dass er am falschen Ort gesucht hat? Oder? Er hätte wahrscheinlich einfach besser im Lazarett suchen müssen. <laughs> dort dort, dort hätte er seine Spiel erinnert. Das Kader ja, ist vor allem. Ähm, ja. Das muss man auch sagen. Wir also, als haben mal erzählt und dann war eine ganze Mannschaft eigentlich ist unser Lazarett. Ja. Und Um sie gleich zwei. Wir, wir greifen vor ja. das ähm, nach nach der und nach der Rechtmäßigkeit von der von der Entlassung können wir gut noch ein suchen nur schnell noch die Frage an Memme wie fest, also ich sag schnell ich hätte gedacht bis Ende die Saison sicher macht man weiter einfach auch weil Ibe Ibe IB ist und zum Beispiel nicht der FC Basel dass man nicht äh, dazu neigt schnell zu machen sondern dass man wirklich analysiert und in Ruhe so Sachen angeht. mich hat es eigentlich überrascht dass jetzt noch während der Saison der Schritt ähm, gemacht worden ist vom Christoph wie es dir mit mich hat es äh, auch sehr sehr überrascht auch wenn jetzt vielleicht äh, wenn man weiß dass im Berg jetzt mit den Resultaten nicht alle sehr zufrieden sind äh, auch teilweise mit dem Spiel nicht unbedingt aber für mich hat jetzt nichts darauf hingedeutet, dass mir jetzt äh, in einer Saison, der sehr, sehr, sehr viel gegen IB gelaufen ist, wo man jetzt auch nicht alles daran gesetzt hat, um den Trainer zu stärken, wenn man so die besten Spieler eigentlich auch noch verkauft hat oder viele wichtige Spieler verkauft hat in der Winterpause. Dass ich dachte, gut, die Saison dünn sich ein abhaken. Vielleicht klappt es trotzdem noch mit dem Meistertitel, aber dass man sicher die noch fertig spielt. Aber dass man jetzt noch den Trainer entlässt, ist, nicht mehr am aktuellen, am neuen IB äh, komisch an. Klar kann man sagen ähm, der Meister und nicht erst gerade letztes Jahr Meister wurde ein paar Jahre hintereinander jetzt Meister gsi die neue Nummer 1 im Schweizer Fußball das sind Ansprüche anderer. aber du hast schon antont so extrem katastrophal schlecht läuft die Saison ja nicht Könnte man meinen oder wenn man jetzt vorher Tabellen anschaut, aber die letzten paar Spiele waren Freude. gesehen sage ich mal also jetzt die letzte Halbzeit am Samstag die hat wieder richtig gefackt. es hat einfach nie anhängen aber es war schon aufregend, als Fan dort auf der Rängen zu sein und all die vielen Chancen anzuschauen. Jetzt müsst ihr einfach noch tatschen. Es ist eigentlich wieder wie früher: dass man immer mhm. die Hoffnung hat, dass es noch lange für den Sieg und jemand die nicht lange für den Sieg Eigentlich ist das wieder ein mehr so, wie wir über viele Jahre das letzte Jahrzehnt erlebt hat. Also ja, Jahrzehnt ist jetzt also okay. Ja, mal. Ich bin ja noch nicht eigentlich so lange so richtig... <laughs> schon ja. Ich bin ja nicht mehr im Fußball aufgewachsen und darum habe ich so eine Wissenslücke von 300 Jahren im Gegensatz zu euch, Sven. Zu, zu ihm. Ja. Zu ihm. Ja. Und ich schaue Fussball also regelmässig ein seit vielleicht 14 Jahren. Und am Anfang war es wirklich zum Teil also prekär, gewesen, mit leerem Stadion. Du hast die Spieler auf dem Feld gesehen,

Een beetje vorher, zeggen we 6. Natuurlijk waren het niet ganz leer. Gerrit in de Finals hatten ze wir... Meistertitel mitgespielt, de Finalisten verloren. Noch een beetje vorher? Ja. Ja, dat is maar du bist gerade gekommen, wo es eigenlijk aufwärts gegangen ist. Ja. Du hast echt er... die bracht. gebracht. Ja, genau. Ik wollte noch dazu kommen, wie du dazu gekommen bist. Pfff, <laughs> der Satz is mir jetzt gelungen. <lacht> Total. <lacht> Total. <lacht> Mega eloquent. Blijven wir noch ein in der Aktualität. Ähm, Ich hatte dich schon nach der Stimmung gefragt in Bern, ist man zufrieden mit diesem Schritt? Ist man, ähm, genau, das überrascht? hast du ja vorher gefragt. Ich habe das gar nicht beantwortet. Ähm, Richtig, ich bin ja, ja bei der Berner Zeitung Bund und wir haben ähm, die Statistik geschaut, wie die Leute die Sachen lesen und Ganz ehrlich, in einem anderen Jahr war das, das meist gelesen, gewesen, aber stand jetzt, ist das wie, ich weiß nicht, ob es im Ukraine-Krieg liegt. Sie halt einfach die Ticker waren oben drin und auf Platz drüben Bund, Platz 2 über BZ ist nachher eben die Mäudikho, dass, dass der David ist wurde. worden und schon allein an dem hat man wie können denken, okay irgendwie haben die Leute auch erwartet. Ja. Drum. Hm. Also es ist so mit Nachrichtenwerttheorie oder? Ja genau. Je überraschender ist der mehr wirds klasse. Ja. Also du sagst jetzt wegen es ist nicht so eine große Überraschung gewesen. Wahrscheinlich nicht, aber eben, es könnte auch ein Ticker liegen ja. von der Ukraine natürlich wo halt das ist, was wir es gibt noch äh, zwei, drei wichtigere Sachen im Moment, als ob der David Wagner bis Ende der Saison oder drüber aus Trainer bleibt bei den Young Boys. Ähm, wir kommen noch zu dem Krieg. Es ist eine eigenartige Situation für mich. Ich weiss nicht, wie es für euch ist, über die Schuhe zu reden, während da äh, dramatisch passiert. Aber wie ich schon gesagt habe, wir sind ja nicht äh, in erster Linie Politfachleute, die die geopolitische äh, Grosswetterlage äh, analysieren. Wir kommen sicher noch ein bisschen dazu, auch in Bezug auf Fußball. Ich möchte noch schnell in Bern bleiben, und zwar äh, bei der Be Gründung. Christoph Spicher hat gegenüber SRF Sport. Ähm, wie ich finde, relativ für seine Verhältnis deutliche Worte braucht, ähm, um erklären, wieso dass es zu dieser Entscheidung kommt, dass man den David Wagner per sofort entlädt. hat. Der David hat auch nicht äh, recht gewusst, wo das er Hebus ansetzen soll, nicht einen klaren Plan, nicht die Energie. Gehabt. Äh, und So sind wir äh, auch in einem schwierigen Moment für die Trennung ehrlich gesagt und haben eine gleiche Sichtweise über die Sache. Gehabt. Was ich würde erklären, wieso der Schritt ähm, gemacht worden ist, wo ich und ihr offensichtlich jetzt auch nicht gerade extrem fest erwartet haben. Also kein Plan und keine Energie, das den schon relativ äh, kritisch und dramatisch aus dem Munde eines Christophs. Spiecher. Also hast hast jetzt ein bisschen, ja, ein bisschen übertrieben paraphrasiert, parafras aber ja, so in die Richtung hat es gesagt, Was natürlich genau dahinter steht, es ist ja immer noch so, dass das in Wushu trust gilt, gilt wahrscheinlich in Bern immer noch. Also es werden wahrscheinlich alle sagen es kommt jetzt vielleicht überraschend für mich, aber der Wushu wird schon wissen, was er macht. Er weiß natürlich mehr, wie es funktioniert und ich kann mir schon, es gewisse Theorien, wo ich mir schon vorstellen könnte, wie das passiert ist, dass natürlich, wenn du, äh, er übernimmt eine neue Mannschaft mit Ibe, es funktioniert gerade nicht so wie beim Vorgänger, dann hast du extrem viele Verletzte, dann hast du noch ganz viele wichtige Abgänge in der Winterpause und dann funktioniert es immer noch nicht so, dass wenn er dann so in einer Art auftritt, wenn es ihn fragt, hey, warum läuft es vielleicht nicht so, dass er sagt, hey, was, was soll ich denn machen? Also ich habe keinen Spieler, ich, ihr verkauft mir noch die besten Spieler, dass sie Finden, gut das ist vielleicht nicht so eine gute Ausgangslage fürs das Zusammenschaffen. Offenbar tut er das nicht so. Und dass dann beide finden, so geht es nicht weiter. Dass dann beide den Schritt machen, dass so etwas könnte man zum Beispiel vorstellen. Aber immer wieder das Anlassen, dass jetzt IB nicht gerade so gut im Meisterrennen dasteht, mit all den Sachen, die vorher passiert sind, finde ich fast unfair. Du, bist, äh, du kennst dich Christoph Spicher, du bist näher an ib dran, du hast auch den David Wagner erlebt, Wenn du vorher gesagt hast, er hat die Mannschaft nie gefunden. Ähm, wie interpretierst du das? Also was genau? Was der Christoph Spicher <laughs> da sagt. Ähm also sie, eben, so sind, eben so wurschaumässig das recht starke Worte, würde ich mal sagen. Er ist ja immer der Diplomat. Gleichzeitig ist es ja auch die erste Trainerentlassung, die er muss machen als Sportchef machen muss, seit er 2016 äh, angehört worden 2016, ist ja sicher auch nicht ganz einfach, ähm, das dann irgendwie zu erklären. Ähm, und eben, wie du sagst, also, weil irgendwie die halbe Mannschaft gar nicht da ist und nachher will das Päueli einfach auch nicht rein und gleichzeitig auch als jetzt bei den paar Matches, wo ich für Radio Gaußstadt durfte kommentieren, habe ich auch gemerkt, er wechselt gar nicht. Also ich habe jetzt nicht mega viel Fußballverstand, aber wie er hat gewechselt, hat jetzt nicht, nicht immer verstanden. oder so, vielleicht in der Champions League Phase auch so überraschende Wechsel gebracht, und dann etwas hat gebracht, aber jetzt sind wir einfach hingerinngestangen, es ist völlig idealoß gsi. Und also, das ist das Gefühl von früher, dass man so etwas man muss nachher rennen. Und wir verwirrt nicht die Arme in den Rängen also, mm -hmm. «Nein! Nein! Wie denn? Wie denn?» Die Sprüche also, sind natürlich schon wieder gekommen. So schlimm ist es ja Also, wie viel Mal hat IBE verloren im der Fünfmal. Ich glaube, fünf Mal oder so. Davon wahrscheinlich zehnmal Mal Also, das sind alles einfach so blöde Niederlagen. Die sind, die sind auch nicht. So schlimm war es ja wirklich nicht. Gewesen. Nein, natürlich nicht. Aber du weißt ja, wie es ist als Fan. Wenn du 3 noch führst dann gibt es ein 3-3, ist das eigentlich wie verlieren. Das, das ist so. Das, das ist hätte also wirklich fast härter als irgendwie ein knappes mm -hmm. 3-2. Und dann kann einfach auch noch irgendwie hast du das Gefühl, ja, das Spiel das gehört uns, es ist 3-0, es kann eigentlich nicht mehr passieren, es ist ja schließlich nicht uni -Okay oder ii okay Und dann geht es 3-3 in St. Gallen Furchtbar! Aber man weiss ja eigentlich, dass, wenn alle die Spieler dort wären, wäre nach dem 3-0 nichts mehr passiert. Wirklich sicher nicht, egal wer an der Seitenlinie steht. Und wenn du dann halt mit 17 jährigen musst spielen, dann kann das halt passieren. Dann gibt es halt Fehler. Ja, also die Stabilität ist schon ein bisschen verloren gegangen, aber die ist auch begründbar verloren gegangen. Also wir fangen hinten an, bei einem Goalie, bei, bei einem Dave von Balmos, der lange jetzt gefehlt hat. Und du musst David sagen. David von Balmos. <laughs> <von> Balmos. <laughs> <laughs> ähm, Musch. Sind die schon so brainwashed? Nein, ja. einfach weil Dave ist der Trainer und dafür ist der, der Goalie. Der <laughs> also, dass der gefällt hat, ist schon mal nicht so einfach. Klar, man hat einen Ersatz gehabt und man hat auch einen jungen Goalie jetzt geholt, der sicher mal noch richtig werden könnte werden. Aber so die Ausstrahlung des Fußballmos haben die halt einfach auch nicht gehabt. Und dann geht es weiter: ein, ein, ein Fabian Lustenberger mit einer Achillessehnenverletzung, wo die lange ausfällt. Und auch nicht mehr der Jüngste ist, dass der, wenn er zurückkommt, jetzt nicht <laughs> wieder der sicherste Wert ist. Und das geht durch die ganze Mannschaft. Der Fasnacht, wo auch schon fünfmal gefällt hat, die Saison, die immer wieder gefällt, immer wieder gefällt, auch Bischer weg. Kamera. Also Same weg, also... also. Mesha Kili hat auch mal gefehlt, was ja. ein wichtiger Spieler ist. Also, so Martin. Ja, also wirklich, es ist unglaublich, wie viele Spieler gefehlt haben, die, die tragende Rolle haben in dem ganzen Gebilde. Und ich finde es ein zum Eibe äh, in Schutz nehmen. Eigentlich erstaunlich, wie stabil sie trotz allem Auftreten sind. Und sie sind Zweite. Aber ja. Genau, das wollte ich aber vorher wegen dem zweiten Platz. Oder irgendwie spricht es auch nicht für die Liga, dass du so auf den zweiten Platz kommst. Und Passo sieht ja jetzt auch nicht besser aus ist auf dem dritten Platz. Aber ich finde, das Obwohl hat schon. Du total paar ruhig können arbeiten können. Mhm. Mega, <laughs> mega ruhig. Aber ich finde schon, es hat gleichwohl ein paar. hast 17-Jährige, hast du gesagt. 17-Jährige ist es ja nicht, aber jetzt der Levin Blum zum Beispiel, mhm. mega Freude macht, was ist der, 20? Ja, so die Größeordnung ja. Und wo man das Gefühl hat, der, ist schon fast, der spielt schon wie eine Routine und mhm. macht mega Spass. Oder irgendwie eben der Rieder, wo der so mega motiviert ist in Bahn gut zu kicken, leider wird er nicht so lange bleiben. Aber ich finde, es hat schon viele, die auch da sind, die Gas geben. Und andere, die vielleicht nicht eine tolle Saison abliefern. Mhm. Sprich, ähm, der Senne zum Beispiel jetzt gerade der letzten... Der kommt auch von einer jährigen Verletzung, oder? Mhm. Aber können wir mal über die Verletzungen reden? Das ist, vielleicht vielleicht, ist das ja auch... Manchmal ist, ein <laughs> manchmal ist es einfach Pech und dann kommt das und das zusammen und sind halt gar mal zwei, drei aufs Mal verletzt. Aber bei eBay ist es jetzt schon sehr <laughs> auffällig und natürlich steht die, die These schon lange im Raum, dass es die Trümmelige Kunststraßen ist, die einfach das befördert. Vielleicht waren es auch Trainingsmethoden von David Wagner. Gewesen. Und das mit dem Grund... Also, also jedes Mal, wenn einer am Boden ist, haben wir Angst gehabt, dass. Doch, keine Sehne gerissen ist. Ja, das ist ja wirklich so. Aber eben dann mit dem Kunstrasen, die Diskussion. Also ich, ich habe selber nie geschaut. Ich weiß ja nicht, wie das ist. Aber am Schluss tun sie immer wieder aus, wir haben wegen der Kunstrasen verloren, wir haben wegen der verletzt. Sag jetzt mal ehrlich: Wie ein grossen Wert hat dieser Rasen? Für, also, für das Spiel sicher. Das ist sicher ein sehr großer Unterschied. Bei der Verletzung offenbar auch zumindest, Eibes, aber gleich, auch wenn dort die Verletzungsgefahr höher ist, auch die Gästemannschaften spielen auch mal gegen IB auf der Kunstrasen. Offenbar gehen die weniger schnell kaputt. Und andere Mannschaften, die auch dauernd auf Kunststraßen spielen, wie Xamax, weißt du, Thun alle die, die noch eine Kunststraße haben, die sind ja nicht so oft verletzt wie IB. Also nur an dem liegen. Das kann nicht sein. Nicht und es ist ja auch nicht das erste Jahr, wo so viele Ausfälle bei Eibe. das ja schon, schon, schon letztes Jahr. Was der Grund ist für die Ver Verletzungsmisere, die schon sehr lange anhaltet die ja. Verletzungsmisere? Ich habe das Gefühl, zu also, Bern reden wir nicht so ähm, über. Also, natürlich sehen wir die Verletzungen. Und da führe du auch wieder an Früher erinnert, du einer oder ein hat sich verletzt Aber über eine Kunststrasse reden wir da eigentlich nicht. So, da geht's ja... Es geht ja mehr um einen Menschen. immer erinnere mich, erinnern, als der Fassi diesen einen Kopf hat bekommen, ja, der hat im Fernsehen geschaut und er hat echt nur in die Schnitz geschaut. Und da denkst du nachher an Menschen, dann denkst du dann nicht, oh nein, ist wegen Kunststraße. Was ja, oh, macht seine Kopfverletzung? <laughs> ist wahrscheinlich auch nicht wegen Kunststraße. Nein, natürlich nicht. Hast du den Ausdruck Aber schon mal gehört? Was? In, in die Schnitz schauen. Weil es chill ist. Ja. Kennst du nicht? Sagt man, wie ob er mega betrunken ist. In, die in den zug muss man, muss man angewöhnen. <laughs> Super Ausdruck. Aber eine Kopfverletzung hat wahrscheinlich weniger mit dem. Kunststraße zu tun zum Beispiel. Aber so grundsätzlich denkst du dann mehr an Menschen. Ja, klar. In dem Moment dann schon. In dem ja. Moment. Ja, mhm. ja. Ich weiß nicht. In, in denen Fußballchats, wo ich drin bin, ist die Kunststraße selten ein Thema, muss ich sagen. In diesen Chats, wo du, was bist du? Weißt, ich in diesen WhatsApp-Chats. Ich bin so in einer ungar fan und nachher halt mit denen, wo ich am Match gehe und auch noch mit RGS, wo echt lustig heißt, RGS Party Hard. Ja. Und dort ist das nie ein Thema mit dem Kunststraße. Vielleicht wird es mehr am Stammtisch berät. Oder in Kurve. Aber es gibt auch keine andere Erklärung für diese die sehr von Verletzungen, die hey. bei den Young Boys schon sehr offen kundig ist. Keine Ahnung, warum sich so viel verletzen. Am Schluss ist es ja auch, wenn du bis jetzt letzte Vollgas gehst, dass wir ja nicht gemacht haben. Und dann man gehst du einfach auf und bist vielleicht verletzungsanfälliger. Ich weiß es nicht, rein psychologisch. Könnte es ja sein. Und sie hat natürlich auch äh, Doppel- und Dreifachbelastungen das ist so. im Unterschied zu den anderen Krypten. Das, so. also, das, das ist schon lange her. Das ist schon fast lang her. Also ja, haben wir haben schon den wieder den vergessen. Morgen kann... Nacht gegen Manchester United. <lacht> <lacht> <hey>? <lacht> Nein, schon die nicht. Nein, die so ja. die nicht, natürlich ja. nicht. Aber seither ist irgendwie auch viel passiert. Ja, und dann hast du halt viel. Das ist ja alles, kommt alles noch dazu. Dann hast du Corona-bedingt, Meisterschaftsverschiebungen gehabt. Dann hast du die, die, die nachher direkt an eine EM oder sonstigen in Runde Endrunde gegangen sind, die gar nie Pause haben, nie eine Regeneration. Dann du gerade wieder spielen, gerade wieder den frühen mit Champions League-Qualifikation, Cup spiel Schweizer Cup, Meisterschaft. African Cup. Ja, und dann hat es vielleicht passiert es vielleicht schneller, mal, wenn du ein bisschen überbelastet bist. Und das hat eben schon die grösste Belastung. Auf jeden Fall, wir werden sehen, wie es jetzt weitergeht. Äh, du hast gesagt, in Wushu we trust. Und äh, das Vertrauen ist noch lange nicht untergraben in Bern. Wieso auch? Aber es ist jetzt schon eine neue Situation, wo sich der Christoph Spicher inne sieht, es erstmal Mal einen Trainer entlassen müssen, Eine sehr schmerzhafte Entscheidung getroffen. Man kann sagen, beim Guillaume Waro war es vielleicht auch ein eine schmerzhafte Entscheidung, ihn ziehen zu lassen. Aber das ist doch ein einschneidender Schnitt, Der Trainer zu entlassen. Der Matteo Vanetta, Übernimmt es bis Ende die Saison. Ihr könnt trotzdem dem FC Zürich jetzt schon zum meisten Titel gratulieren. Wahrscheinlich wäre jetzt der Moment, um zu sagen: Hey. Also, natürlich nicht. Ich meine, am Schluss als Fan glaubst du einfach daran, bis es mathematisch nicht mehr möglich ist. Und darum, nein, nicht. Wir gratulieren noch nicht. Gut. Also, die 15 Punkte holen wir noch. Ich sage nichts zu dem, <laughs> weil man ja auch ein bisschen. Also, irgendwie wirst du auch ein bisschen abergläubig, oder? Ja. Wenn man so zu viel darüber redet, kann man es verschreien. wie verschreien. Ja. Also du gar nicht gross über, über die Situation aktuell und die 15 Punkte Rückstand in der Tabelle reden. Ich kann es eigentlich nur mit anderen Jahr vergleichen. Ich habe die letzten vier Jahre viel positiver positivere Frühling geschaut, als ich das jetzt mache. <laughs> ja. ja. Mhm. Nein, und natürlich, ich würde sehr gerne wollen, dass eBay den Meistertitel holt und dass wir dann wieder mal in unsere schöne Stadt ziehen können und das wirklich mit allen Fans feiern, was wir jetzt nicht haben können, was irgendwie auch ein zu Ibe passt am Schluss. Zum Glück haben wir das 2018 k und jetzt mit dem Vanetta, wo ja seit dem Sommer 18 bei uns ist. Also ich bin recht gespannt, wie das wird. Wir kennt die Mannschaft ziemlich gut und das ja auch schon irgendwelche Nachfolger im in Diskussion, oder? Wer du auf ihn können folgen? Und da bin ich auch mega gespannt, wer der kommt. Da bin ich auch sehr gespannt. Wer denn? Die Diskussionen. Ja. Alle gebaut. Arbeitslosen Trainer, die man schon einen Job kan, in een grote Liga, werden das mal genannt. Ist das Georges Precki schon im Thema, schon das Thema? Nein, noch nicht. Aber, ähm, Patrick Kramen und Mark Schneider, lustigerweise. Ähm, ja, der gaat ja sicher nicht, der steigt ja auf, oder? Wahrscheinlich? Nein, der ist irgendwo im Russland ja. arbeitslos. -Beveren. Aber er is arbeitslos, denke We ich. Wer genau hey. richtig hat recherchiert? Ja. Wirklich, ist der entlang worden. Der Bruno Berner, der war immer wieder, der war ja im Sommer im mhm. Gespräch. Gewesen. Wer noch? Weiß nicht. Also wenn der Marc Schneider wirklich keinen Job mehr hat, was ich aber irgendwie verpasst hätte, dann, dann wäre er natürlich Nummer eins, würde ich hm. sagen. Okay. Absolut. Aber ich weiß, das sage ich nicht. Oder? Mein letzter Stand ist dass also er bei Wasl und Beveren. Und Zweiten ist in der belgischen zweiten Liga. Wir werden es nachher noch schneller. Äh, Falsch recherchiert ausfinden. in dem Fall. Es, so es tut mir leid, wenn da schon ein Fehler ist. Vielleicht, hat es vielleicht ist da etwas passiert <laughs> in Belgien, was ich verpasst habe aber eben, das ist sowieso Kaffeesatz so lesen will ähm, schlussendlich wird sich der Christoph Speicher jetzt Zeit nehmen das ist ja vielleicht schon auch noch ein cleverer Zug dass man sagt was was es bringt eh nichts mehr ähm, wir entlöhnen jetzt mal den Trainer mhm. dann ist das Zeichen mal gesetzt gack raus. Ähm, wir gehen jetzt bis Ende Saison mit dem Assistenten wo wenn super läuft und der sich mega bewährt dann wird er dann bleiben das wäre nicht der Erste und äh, herum ist jetzt aber schon mal klar dass ich einen neue Trainer braucht und alle Bruno Berners von der Welt werden ihre Dossiers für holen Von dem war ja wirklich schlau im Hast du schon gemeldet? Hast Dossier <laughs> schon eingereicht? Der Christoph Speicher hat meine Nummern. Weil ich <laughs> melde mich nicht. Das, das sind die Schreibfüllen, ja. die ich nicht mal bewerben wollen, die viele Leute hier. Er wird schon kommen. <laughs> also Du bist sicher, sicher mal der, auf, der, auf der Longlist. Ich glaube auch, dass ich auf der Shortlist bin. Shorts, ja. Aber. Aber, ja. Ähm, wenn kommen bleiben, noch kurz, ich möchte schon noch mal mhm. schnell äh, zu deiner Eibesozialisierung kommen. Weil du bist ja im Amital äh, aufgewachsen. Wie kommt man im Amital zum Fußball? Ähm, wir kommen jetzt noch kurz zu einer anderen Aktualität. und Ich habe es schon angetönt. Der dunkle Schatten, der auch über dem Weltfußball äh, liegt, kriegen in der Ukraine FIFA und UEFA schliessen Russland von allen Wettbewerben aus. Ähm, sind wir uns einig, dass das die richtige Entscheidung ist? würde ich schon sagen ja also vor allem wenn es einfach um das Länderspiel geht wo, wo man für ein Land antritt dann auf VfL Einzelspieler kann man sich darüber streiten ob man jetzt weiß nicht wenn jetzt bei uns in spielen ob man da unter Vertrag hat das finde ich eigentlich nicht gut weil wir ja nicht auf Einzelindividuen das darf sie für das bestrafen was jetzt in ihrem Land passiert und das kann man auch beobachten bei ganz vielen Sachen wo Leute boykottiert werden und völliger Nonsens also in, in dem Käffli wo ich wohnen eine angefeindet, der ein russisches Läden hat, wo die Leute Google-Bewertungen machen und ihn abwerten, nur weil er russische Sachen verkauft. Also ich finde, dort hört es einfach auf. Ja, das ist die Frage, was aufhört. Ja, dort hört es garantiert da, auf. Also, ja. ähm, dass wir uns immer im, im Klaren sind, das ist kein Krieg, der die russische Bevölkerung anzettelt hat gegen die ukrainische Bevölkerung, sondern das war eine einsame Entscheidung im Kreml, gewesen, dass man jetzt die russische Bevölkerung oder Russinnen und Russen in der Schweiz äh, dafür bestraft, indem sie ausgrenzt. Das ist völlig absurd und rassistisch. Aber dort, wo man dann das nicht zieht... Also also, da sind wir uns einig, bei Nationalteams völlig ist es ganz eindeutig ja, klar, dass klar. das Zeichen gesetzt werden ähm, Dann kann man sich fragen, aber der Langläufer, der ja ein Einzelsportler ist. Aber halt im russischen mhm. das wird es ein bisschen Und Dann bei den Fußballer, mhm. bei den Einzelnen, bin ich auch bei dir. Es macht gar keinen Sinn mehr, die auszuschliessen. Was also, findest du denn bei den Langläufer? Ja. Das ist halt schon Also man weiß natürlich, dass, dass äh, der Wladimir Putin sehr mit Sport Politik betreibt, dass der, der Nationalismus, den er äh, vor sich trägt, sehr stark auch vom Sport genährt wird. Und ähm, im Langlauf ist es so, dass die Sportler halt in den äh, Tönnies auftreten die diesen nationale Einheit haben, unter ja. dieser Flagge auftreten und ein Fußballer der beim FC Basel spielt zum Beispiel der tritt ja nicht unter russischer Flagge auf sondern der hat einfach den Pass und schon gar nichts. Darum kann ich es auch bei den Langläufern noch nachvollziehen das mhm. sind Russen wo alle als Russen mhm. erkennbar sind mit der Flagge und so aber ja es ist eine schwierige Diskussion weil wir bestraft natürlich auch die Langläufer die haben mit dem Krieg nichts zu tun mhm. oder? ja ja das ist definitiv so aber es ist schon so dass der Sport eine von denen also jetzt mal unter dem politischen und wirtschaftlichen was dann alles noch kommt ist das schon das was die dann wahrscheinlich am nächsten die nächstgrößere Symbolwirkung hat also wenn du etwas willst, wenn du ein Zeichen setzen oder willst, äh, sanktionieren und Nationen ausschließen dann geht das im Sport natürlich schon am besten vor allem eben weil Sport halt gern wird so also benutzt wird um sich ein bisschen gut darzustellen und wir haben das gern und wir sind dort super und wir können da Tausende Medaillen und so wenn das teure, dann ist, macht das schon durchaus Sinn dass du bei so einer aggressiver Kriegspartei dann auch wirklich konsequent bist Und dann halt auch, wenn es dann für den Langläufer mega hart ist, aber dass das halt auch auf die Einzelsportler, die unter der Flagge antreten, halt auch gilt. Wie, Finde wie, ich sehr wichtig. Wie bewertest du denn... du hat du und die FIFA ein kritisiert, dass sie sich durchaus recht lange Zeit haben, zum diesen Schritt zu machen. Die haben vorher noch probiert, so Zwischenlösung zu finden. Und wir haben dann zum Mal das Champions League Finale von St. Petersburg nach Paris verleitet, äh, Und dass wir erst so eine zweite, dritten Schritt, alle Bundesrat eigentlich, mhm. ähm, dann gefunden. haben, ah, der Druck ist so groß, der Internationale, wir können gar nicht mehr anders. Ich finde es aber ein bisschen dreist. Gerade bei so Sachen, Man hat ja ziemlich schnell als die Forderung die eigentlich schon, wo, wo die Russen Mal die, die ukrainische Grenze übertreten haben, ist schon die Aufforderung ab FIFA gekommen, und du Eva, jetzt müssen wir etwas machen mit der das, das finde ich schon ein bisschen zu Wenn noch nicht mal internationale Sanktionen äh, gefällt worden sind, und wo zwar ausgearbeitet werden von Experten, von Politikern, von Leuten, die die Lage kennen, von Diplomaten, was auch immer da dabei ist, aber gleichzeitig verlangen wir von einem träumlichen Sportverband, er soll jetzt da wie vorausgehen und schon vorher etwas bestimmen, wo noch nicht mal der Schweizer Bundesrat etwas bestimmt hat, oder die EU, oder sonst irgendjemand. Dass die vorausgehen, finde ich nicht richtig, sollen sie nicht machen, was zwingend notwendig ist, dass die, dass sie allfällige Sanktionen übernehmen, und zwar in aller Härte. Und das haben sie jetzt, auch wenn sie am Anfang ein bisschen haben, haben sie das dann wirklich das auch klar gemacht. Und in meiner Sicht eigentlich relativ schnell und auch perspektivisch. Ist ja der Sport, Im Sportbereich ist ja schon der russische Sachen weggenommen, wo erst im Dezember oder was auch immer stattfindet, also das ist dann ziemlich, ziemlich schnell gegangen. Darum finde ich nicht, dass Sie haben damals jetzt zögerlich ähm, reagiert, sondern. Genau in dem Tempo, wo sie eigentlich müssen. Sie warten ab, was eine internationale Gemeinschaft beschließt und übernehmen und stehen auch hinter diesen Sanktionen, die gefällt werden. Das ist ihre Aufgabe. Und sonst sie sind sie ein Sportverband. Sie können nicht vorher einfach sagen, ja, doch, ich finde die jetzt blöd und, und du die, die use äh, kicken. Und dass du eben am FIFA nicht äh, die moralische Fahnenträgerin der Welt bist und sich in der Vergangenheit als das irgendwie bewiesen hast, ist wie auch klar. Absolut. Und vielleicht hätte man es auch so früh müssen angehen müssen, damit sie dem mal. Damit sie mal auf die kommen. Mhm. Vielleicht hätten sie noch heute nicht entschieden, wenn man nicht... Eben, jetzt ist in diesem Fall jetzt ist der Druck so hoch geworden, dass sie eigentlich gar nicht mehr anders sein können. Du hast nicht etwas anderes machen. Aber es ist natürlich blöd, du, wenn die, die das immer gegenüberstellen, wie sage, ja, aber sie sind ja sonst auch nicht so moralisch. Sie machen ja WM in Katar und die UEFA macht weiß nicht was für ein Business mit, mit, mit Gazprom. Dass du das immer so gegenüberstellst, das kannst du irgendwie fast nicht, weil das ist jetzt ein Fall, ein sehr, 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 sehr ein krasser Fall, wo internationale Sanktionen äh, beschlossen worden sind und die UEFA und die FIFA folgen denen Und das andere, ich meine, man kann von Katar halten, was man will, aber niemand hat hier Sanktionen ergriffen gegen, gegen Katar. Und dann ist es natürlich schwierig zu sagen, ja, aber das müsst ihr jetzt auch machen, weil ihr jetzt Russland ausgeschlossen. Nein, aber man wünscht sich natürlich schon, äh, weil man ja diesen ähm, Verbänden, gerade der UEFA oder gerade auch der FIFA, immer wieder vorwirft, dass eben Moral gar keine Rolle spielt, sondern nur der Rubel zählt, dass man jetzt... Der Rubel, der Rubel zählt jetzt gar nicht. Mhm. Ähm, dass man wie sich ein bisschen wünscht, dass man vielleicht ein Bewusstsein wenigstens im ein wird, äh, entstehen, dass man vielleicht auch in Zukunft die äh, Moral auch noch mit äh, mitbedenkt bei Entscheidungen, gerade wenn es um die Vergabe von grossen Turnieren geht. Ja, gut, Hast du da aber. Äh, also ja, nein. <laughs> ja, <in> der, ich habe niemanden in Nein, ich nein. nicht. Nein, habe nicht. Also es, es geht wirklich um das Geld am Schluss. Und also von Ihnen erwarte ich nichts. Ich finde es auch wichtig, dass man hier so Zeichen setzt, auch wenn man sich darüber streiten kann, was Minuten bringen. Kann. Es hat mich mehr Stunden, dass wir einfach eini und gemacht. Um nächsten Heimspiel ist war. gsy. Also irgendwie hat die erwartet, dass es noch weitergeht. Aber eben, was bringen so schwiege und, und so, solche so Aktionen? Vielleicht auch nichts, Aber gleich einfach, dass wir zeigen können zeigen, wir dagegen sind dagegen und wir finden das alle ungarische Schoblade und ethisch wirklich, also nicht vertretbar. Aber eben bringt das etwas? Das ist, he, das ist ja, schon über das Gerät mal. Das ist Ausdruck von einer Hilflosigkeit. Also ja. natürlich mit einer schwiegeminute beendest du keinen Krieg. Null. Es wird es, dann niemand mit in Russland, dass ah ja jetzt hat eBay da. He? Nein, ich glaub, das war nicht nur ein E-Bag. Ja. Was mich was, was schon relativ mich überrascht hat und der Putin auch überrascht hat, um jetzt doch noch etwas politisch werden, ist die geschlossene ähm, Haltung vom ganzen Westen und nicht nur vom europäischen Westens, sondern von wirklich praktisch der ganzen Welt, mit Ausnahme von ein paar Schurkenstaaten und ein paar Staaten, die wirklich sehr abhängig sind, mehr nicht von Russland, sondern von China. Dass die Geschlossenheit, dass man alle an einem Strick zieht, einmal in der Haltung dem gegenüber. Ähm, das ist sehr erstaunlich und ich glaube, das kommt man durchaus mit. Über die Wirkung hat über die Sanktionen und im kleinsten halt dann auch über eine schwierige Minute. Natürlich wird, wird der Kreml nicht mitbekommen, dass im, im, im Wankdorf mal schnell eine Minute ruhig ist. Aber das ist das, was wo, wo, wir anderen können machen können, in unserer Ohrmacht, wo was wir nichts können machen können, zu Geld spenden. Äh, Betten und Flaggen zeigen, dass man das nicht okay findet. Äh, mehr kann man nicht. Und das soll man dann machen. Ich finde dann auch, dass das ungerechtfertigt ist, dann lächerlich. Und natürlich ist es nur fürs eigene Gewissen. Ja, je, immer. Es geht immer um das eigene Gewissen ein bisschen zu beruhigen. Mhm. Aber ähm, Besseres zu machen als nicht zu machen. Wir ja. sind statt ja schon ein bisschen aus dem, so, wir können das jetzt nicht ignorieren. Wir müssen etwas machen. Also, was machen wir? Das Kann man immer bringen. Ja. Mhm. ja. Ja, es ist noch, also der Alexander Zinchenko hat das BBC-Interview gegeben im Gary Lineker, sehr ähm, emotional, logisch als Ukrainer, wo das mit Und er ist schon einer, wo sich zum Beispiel sich wundert, wieso das nicht russische profi die wo auf Social Media große Wirkung haben, viel Fall haben, wieso das die nicht Position beziehen, weil das dann wahrscheinlich mehr bewirken bewirken als schwierige im Wankdorf. Wie steht er zu der Forderung? Ja, also es ist mega schwierig für sie sicher auch dort irgendwie eine Position zu beziehen. Also je nachdem, hast ja auch gar, vielleicht hast du ja auch gar keine Beziehung zu deinem Land. Vielleicht bist du ja seit immer im Ausland im schruten. Und also jetzt da irgendwie mit deinem Namen, ich weiß nicht recht. Wir, wir haben ja auch, jetzt, äh, ein Kollege von uns von Berner Zeitung Bund ist in Moskau Studieren. Wirklich ganz mühsames Timing. Und wir haben ja auch ihn nicht mit Namen gebracht. Und er ist ja jetzt auch nicht irgendwie, weiß wie politisch, weiss wie... Ähm, positionieren, aber ich finde es mega wichtig, die Leute zu schützen. Weil, also man sieht, gesehen, was kann passieren kann, wenn die negativ äußern ist. Mhm. Ich würde dann ein Risiko auf, auf die nehmen. Natürlich steht die so im Rampenlicht, ich weiss nicht, ob, ob ihnen dann etwas passieren wird. aber ja, ich finde ich find das eben auch. Es braucht natürlich mega Mut. Und das mit dem Ausland Es spielen sehr, sehr, sehr wenige berühmte russische Fußballspiele im Ausland. Die meisten spielen daheim und haben eine sehr enge Beziehung zu ihrem Land. Also nicht so, dass die das jetzt nicht mit überkämpfen. Und es sind ja zum Beispiel da, die Forderungen an Juba, an, an den ehemaligen Captain der, der russischen Nationalmannschaft. hey, warum sagst du nicht, du musst, du musst dich jetzt wie anstehen. Er hat das. Er hat dann auch geantwortet auf die, auf die Forderungen von der, von der ukrainischen Spieler. Ich glaube, Jarmolenko hat es gefordert, Sint-Gene und noch andere. Und er hat dann aber so ein Statement abgegeben, das so ein wenig nichts war. «Ja, wir sind für den Frieden und es ist doch egal, was, was, was die Leute für eine Nationalität haben. Und irgendwann ist der Krieg dann sind wir alle wieder zusammen.» Und dann aber gleichzeitig noch ein Retourkutsch an die Ukrainer, die irgendwo in, in England spielen Sie sagen, «Ja, ihr hockt hier ja in Luxuswillen irgendwo in London und mhm. verurteilt das.» Aber es ist kein... Es ist nicht wirklich ein Message vom Chuba. Und das finde ich schon klar. Es, ist, es braucht extrem viel Mut in Russland, um jetzt für das anzustehen. Es braucht vor allem brauchen die Leute Mut, die jetzt irgendwo auf die Straße gehen, weil die haben wirklich harte Repressionen zu befürchten. Aber so eine Ikone wie der Chuba, der wird ja nicht am nächsten Tag wahrscheinlich abgeholt an der Tür und irgendwo auf Sibirien verfrachtet. Also der hat einen gewissen, einen gewissen Schutz, hat er doch noch. Und wenn er jetzt, das, der könnte sich jetzt das wahrscheinlich erlauben, zum eine Aussage Das also hat der kodok gemeint nicht. und äh, ist als Oligarch dann schlussendlich in die gelandet, weil er sich gegen Putin gestellt hat. Also, <laughs> klar, find... es, haben auch, es haben auch Vergiftungen mhm, und andere ja. Präsidentschaftskandidaten sind auf einmal irgendwo weg oder inhaftiert. Klar, da ist, äh, ist nicht so. Ja, die ist wirklich gering. Also, ich ziehe den Hut vor allen russischen Prominenten, auch von russischen Fußballspielern, die sich klar positionieren. Ich würde aber niemanden verurteilen, der das. Ähm, auch mit Bedenken ähm, nicht macht, weil die haben auch zum Teil Familien in Russland, mhm. und man auch nicht weiß, ob dann nicht plötzlich der Staat vor der Tür steht. Und also das Thema haben wir in der Schweiz auch gehabt. Der Basso hat ja auch nicht recht gewusst, was machen. In dem Sinn, nun hat dann auch so eine schwammige Mitteilung rausgelassen, ähm, irgendwie wir sind, echt, wir sind grundsätzlich in, gegen Krieg. Haben sie nicht einfach gesagt, sie sind gegen Gewalt? Oder gegen also Gewalt, es es hat, genau. Es hat wirklich auch nach irgendwelchen Ausschreitungen, fein State. Das war wirklich ein Null-Statement. Absolut Null. Die lasse ich lassen? Dann mache ich lieber gar nichts. Was heisst das für den russischen Fußball? Also, der wird jetzt ähm, eigentlich. Ja, kannst du begraben. Eigentlich. Also, die ganze, äh, also, FIFA macht jetzt ein Transferfenster auf für alle ausländischen Spieler, die jetzt ähm, einfach wegtransferiert werden können. Also, der russische Fußball wird ausbrüten und wird so in den nächsten Jahren. Keine grosse Rolle mehr spielen wahrscheinlich. Er ist eh schon unglaublich auf dem Abstieg der Ast. Also in der fünf hatten die einen Absturz, der grauenhaft ist. Also aus allen Rang- und Traktanten kommen wir jetzt schon langsam in die Schweizer Region. Also da sieht man schon mal, dass sie in der letzten Zeit recht äh, abgeben haben. Äh, Die Nationalmannschaft ist auch nicht mehr so das, was sie mal war. Und jetzt ist natürlich, kaum hat das angefangen, es sind ganz viele Leute gegangen, obwohl es nicht geht, wo die gerade zurücktreten, sind Trainerspieler und so sind alles gerade abgereist. Jetzt sind sie natürlich noch ausgeschlossen von allen Turnieren, von allen Wettbewerben. Die Nationalmannschaft sowieso, die werden komplett Die Klubs werden kein Spieler mehr finden, die sie irgendwie Sie Also müssen sie wieder auf die auf die eigenen setzen. Und ich sehe da nicht gerade eine Erholung in den nächsten fünf bis zehn Jahren oder so, dass sich der russische Fußball wieder erholt. Mit dem Grund für all die äh, Sanktionen, dass, ähm, dass der Druck innerhalb von Russland auf die Regierung oder auf, de, auf de Putin einfach so groß wird, dass er, dass er aufhört, Nachbarstaaten mit Panzer mhm. zu überholen. Der UK, für den ukrainischen Fußball geht es natürlich noch viel schlimmer. Ja, gut, mhm. Also was es für die Ukrainerinnen und die Ukrainer bedeutet, momentan, ist wie eigentlich mega klar, mega dramatisch und trotzdem unvorstellbar aus der Distanz, von wir da hockt. Äh, darum lömen wir das Thema glaub, für den Moment auch, weil wir wie gesagt äh, keine politischen Analysten sind von der Großvaterlag, sondern äh, kommen wir zurück ins Amital, wo du herkommst, ähm, Wieso Fußball und eigentlich ist ja dort Hockey, oder? Sehr. Also lang ja, viel werde ja mit der fettere sozialisiert. Ich bin ähm, zum Essen langno, dann noch sind wir in die gegner, in die gegner gegangen, weil dort hat's immer neue Buben gehabt. Mega <laughs> spannend. Am -Fan gesten Fansektor, genau. Und äh, das so das erste, was ich dörf machen, mit 13, 14, aber den, wo mir so das Döffli het, und er, hani Uni OK gespielt ganz lang und ist immer so ein eine Strafe gsi im Sommertraining des Fußball. Das Fußballspiel weil ich einfach schlecht bin, ich brauche einfach einen Stock Um die abstützen. Wer ja, ja. sind die interessantesten Gästekurve? Bubentechnisch. So, ähm, Bubentechnisch, ähm, hm. das ist so mega lang her. Ich bin jetzt 38, ist über 20 Jahre her, 25. Ähm, Freiburg muss ich mir noch ein erinnern. Das <lacht> <herzig>. <lacht> 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 Nein, aber eben. Ähm, ich bin auch erst, wo ich zu Bern, wo ähm, ich auf Bern bezogen, mit 18. Ab und zu ein Match, also irgendwie im Neufeld und dann auch halt das Mal irgendwie im status Denn noch das Autowangdorf habe ich nicht kennt und jetzt seit, was habe ich vorher, blöft 14 mm -hmm. Jahre oder so kann ja. ich regelmäßig Teamspiele gucken und aber die Auswärtsmatch auch halt sehr sehr sporadisch. Und jetzt habe ich einen Grund zum Groundhoppen in der Schweiz mit Radio Gelbschart. In Gästekurven? Ich, ja nicht die ganze Zeit auf, auf Medienplattformen jetzt ja jetzt musst, du ja, jetzt jetzt, musst du ja ja genau jetzt was am langweiligsten überhaupt ist ja jetzt kommt oder die alten Fußballmacker um dich kommen wo eh schon seit 100 Jahren wissen wie es ist und wie es müsste laufen also jetzt in, in Genf ist es so gewesen, es ist echt der Andy Egli mit seinen Gesundheitsschuhen ist hinter uns ja. und sonst sind wir eigentlich ziemlich allein gewesen. aber ja ist jetzt vielleicht auch nicht das Mass aller Dinge aber es ist ja logisch dass ich jetzt nicht irgendwie jetzt letzter Grund geh wenn ich noch nicht mal schaffe um genug schnell zu sein wie Spieler halt auf dem Platz rumrennen. Rum. Das, also das können wir uns ja nicht vorstellen. Und das ist eben auch nicht vergleichbar mit Fußballspielkommentieren kommentieren am Fernseher. Weil dort habe ich als Zuschauer ja das Bild und der Kommentator kann entweder das Bild mit kommentieren, kann mir aber zusatzinformationen haben. ich sehe ja, was ist. Ähm, das ist bei dir ganz anders. Du musst auch laufend kommentieren, was gerade abgeht, weil ich sehe es ja nicht. Und da, da brauchst du ein rechtstempo. Ziemlich, ja. Also ich bin irgendwie mit meinem Mund auf dem Mittelfeld, aber sie sind schon lange vor dem Go und ist aber gut, kommt immer jemand mit, weil du kannst einen Anklang ergänzen. Und das letzte Mal ist Brian mitgekommen, Brian Ruchti, der das Radio gegründet vor 13 Jahren gegründet. und also ohne ihn wäre ich komplett aufgeschmissen gewesen, wäre, wäre ich wahrscheinlich schon wieder aus diesem Team rausgeflogen. Ich finde es mega schwierig, aber auch das zu beschreiben, aber es ist ja auch nicht, es ist ja als Fanradio, weißt du, also man kann ja auch ein beschreiben, was an der Seitenlinie passiert, wer jetzt gerade einläuft und wie die Kurve jetzt gerade am Fähnen ist oder wie der Trainer gerade am Durchdrehen ist von den Gegnern und solche Sachen. Das ist auch recht spannend. Und wir reden halt auch über andere Sachen. Also jetzt irgendwie in Genf sind wir völlig zu spät gekommen, irgendwie zweimal zu Bern verfahren und nachher dort nicht reingekommen. Sie haben nicht mal gewusst, die Security, die der Eingang von von dem Stadion ist, und wir sagen «Hey, nein, wirklich!» Und dann irgendwie am Es ist das, erst... das Problem zu kämpfen. Jeder hat ein volles Stadion bei jedem Spiel, aber die Leute finden den Eingang nicht. Oder die Medienleute finden den Eingang nicht, darum haben es keine Leute auf den Medienplätzen. Oder die Berner finden so lange Berner Spieler, dass sie erst kurz vor Apfel dort ankommen, darum verlieren sie. Nichts. Die sind schon lange da und <laughs> ein eingewähmt Aber wir waren tatsächlich auch nicht in der... Wir waren irgendwie auch nicht akkreditiert. Niemand hatte die Liste und dann sind wir... Eigentlich illegal drin war, wenn ich so überlegt habe, sollen wir jetzt gehen oder nicht? Fliegen wir wieder aus diesem <laughs> Stadion raus. Das ist dann nichts passiert. Aber wie lernt man das? Es ähm, das würde sich wahrscheinlich so ein Mario Gehrer vom mhm. Fernsehen oder ein Manuel Köng äh, auch wünschen, manchmal, dass er mit den Emotionen kann mitgehen kann. Weil er ja vielleicht auch eher für die eine Mannschaft als für die andere Stefan ja nicht als neutraler Kommentator. Ist schon noch geil, oder? wenn man Fan sein kann. Ja, also der Slogan ist natürlich, parteiisch aber fair. Ja. Und, ähm, das, also ich mir finde, ich sehr ein schönes Logo abgesehen davon. Finde und er auch. passt, er passt ja wirklich sehr. Ja, ja sehr. Und ich, ich glaube, ich habe es noch so. Ja, das ist etwas, was ich mir. Er hat gesagt von allen Sachen im Journalismus nie taktischer Fußball. Jetzt Hockey da, aber ich habe, wenn ich es noch irgendwie drum um reden umreden. Also wenn ich dann wirklich irgendwie ein, ein Fernsehmatch match neutral müsste mit allen nehmen, mit allen. Klar, hat der ja noch Statistik und so, aber das würde ich mega schwierig finden. Und eben, also es sind drei Spiele, die ich kommentiert habe. ah oh, ja, ich, weite, ich hätte schon viel mehr. Es, ist wirklich, es macht mir unglaublich fest Spass. Und ich lerne unglaublich viel, wieso nicht in meiner Komfortzone. Dort. Wie hier auch nicht übrigens. Und ähm, Man merkt es nicht. Es dich gut, wirklich. <laughs> für das. Nein, es fängt <laughs> fack, unglaublich fest Und da kommst du ja eh hey, mit jedem Spiel, kommst du ja Mädchen und so, und irgendwann läuft das dann von alleine. Wäre ja. das etwas für dich? Spielkommentare? Du könntest das mega gut. Ich, ich werde es langsam. Ich werde es langsam im Denken, zum Mitkommen, im Reden. Ich glaube, man muss eben das Denken wie abschalten und einfach wirklich nur so staccato-mäßig Namen und dann muss du einfach nur die richtigen Namen schmeißen. Ja. Und um, du darfst ja aber auch nicht so reagieren, wie du reagieren würdest, wenn du einfach Spiel schauen, Weil dann kannst du nicht sagen «Ja, ich spiele zu dem, ich Spiel. du spielst.» «Mach ein Spiel, doch siehst über.» Ja, hei, hei. Das, das ist, ist, ist genau normal. mein Problem ja. jetzt noch. Und auch Fluchwörter, will ich ja Kinder oh. zuhören lasse, halt ja. musst du auch etwas zurücknehmen. Aber ich muss mich erinnern, als ich bei der Berner Zeitung die RGS-Leute interviewt vor neun Jahren. Wir haben abgemacht für einen Mittag, ich habe einen Burger versprochen, der Burger gegeben. hat es nicht. Und dann hat es angefangen, das war eigentlich für eine Stunde angemeldet. 300 Fragen mitgenommen und auch etwa zwei gestellt. Und am Schluss ist es vier Stunden gegangen. Und ich bin einfach mit einem an Infos zurück. Das ist ja noch Historiker, Das hilft einem auch nicht. Oder, für irgendwie so Hintergrundwissen. Ich bin nicht sicher, ob ich den Artikel jemals wieder lesen will. Ich glaube, das ist nicht gut. Aber es ist gleich irgendwie schon. Ja, habe ich konnte ja. ihn interviewen. Der Simon Klopferstein ist ja nicht mehr dabei. Ähm, aber äh, der Brian ist immer noch da. Und ich finde es einfach erstaunlich, wie man so viele Matches stemmen kann. Also, es ist wirklich echt ein rechtes Commitment von erfahren, wirklich herfahren vor 5 5 ziem möglichst und nachher bist du wieder daheim bist und die Fahrt hein unentschieden oder verloren ist also so etwas voll, das ist so brutal also das die Stimmige im Auto ist üble Sachen wirklich und auch wenn du im Spiel jetzt merkst ah, jetzt sind wir im Verlier jetzt musst du irgendwie die Stimmung drüber bauen eigentlich würdest du am liebsten nicht mehr sagen oder wie halt eben der darf im Stadion als mhm. Fan darf ich etwas fragen haben die Töne Vorschriften mm, nein ähm, «Meme hat mir heute noch einen, einen Flyer geschickt.» <laughs> «Neue Kurvenschuhe.» «Aha.» so «Ein eBay von der Ostkurve Bern.» «Ich glaube, sie werden schwarz, oder?» «Ab dem Auswärtsspiel vom 3. April gegen Basel.» «Ich tue es jetzt auf Zürichdeutsch vorlesen. es ist natürlich auf Berndeutsch.» «Dann müsstest sie eigentlich vorlesen.» <laughs> «Gib mal.» «Ich habe von Kuno Launer mal gelernt, du ähm, nicht äh, auf Berndeutsch sagen.» «Nachs es auf Zürichdeutsch, es ist voll okay, es ist nur peinlich.» Schorsch. Also, ab dem Auswärtsspiel vom 3. April gegen Basel haben die weißen Reeboks ausgedient. Sie sind auch eh mega schwarz. Schon jetzt. Ab dann legen wir schwarze New Balance CM997H an. <laughs> Holen wir nicht den, bis dann sie Rückseite zusammen durch Regen und Wind. Ostkurve Bern. Neue Schuhe heißen. Ich habe das gehört flüstern. Die Reeboks, die ja mal weiß waren, sind eh jetzt schon fast ein bisschen schwarz. Ich also habe ja auch einen Kurve so, Kannst du die Schuhe anschauen? Weißt, wo die Leute stehen, sie hocken irgendwo. Ach, das ist ja eine fucking Uniform, oder? Das ist also, und was ist jetzt... Wahrscheinlich haben sie herausgefunden, dass die Südkurve auch auch vc Reeboks hat und das geht dann vielleicht wie nicht mehr. Also ich glaube, es haben alle Kurven vc Reeboks an und Blue Jeans, damit, wenn mal krachen, damit die Polizei nicht weiss, wer von welchem Team... Oder ja? Und die Ostkurve die, jetzt, dass man, wenn es mal krachen, dass man sie durchaus ganz Oder erkennt an den schwarzen Schuhen. Man muss auch sagen, also es ist... Ähm, lang, lang, lang haben wir gar keine Szenarien mehr, gehabt, auch weil man einfach gar nichts... Hat müssen sein musste. Ja, Erwartet es nur. Es ja, hängt natürlich schon damit zusammen, was auf dem Rasen passiert. Auch wenn ich es nicht okay finde. Aber ich, die Gefühle haben ja alle. Oder irgendwie, ich bin auch, auch hässlich. Wir schießen so an. Und bei ihnen, ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, es legen alle. Später, wird das heisst, dort, wo, wo wir äh, gewechselt haben zu den schwarzen Schuhen, das war es ein Zeichen. <laughs> Aber wie, 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 kannst du dir vorstellen, wie das stattfindet? So, also auch die Besprechung vielleicht in der Kurvensitzung? Die habe ich mir eben genau vorgestellt. Wie sie es dann machen, dann haben sie uns als treffen mit den verschiedenen Fangruppen. und Dann bringt ja jeder so seine Schuhe. Also ich wäre jetzt eher für das Modell. Ja. Und dann könnte ich sagen, ja, haben sie denn auch in Schwarz? Oder so? <laughs> und dann können wir alle da ihre Ideen präsentieren. Am Schluss wird abgestimmt. Ich weiß es wie nicht. <laughs> ist Schuhe kommst du nicht rein. Wir haben gesagt, ab dem 3. April gegen Basel die schwarzen. Vielleicht gibt es daheim noch andere Regeln. Oh, haben Heim- und Auswärtsschuhe? Ich weiß es nicht. Es gibt wow. ja auch Heim- und Auswärts-Trikots. Würde Und ja, ja dann muss ein Wahrscheinlich... Schuhe für Europa Cup spielen. <laughs> Wahrscheinlich die haben Welt sie ja vor sieben Jahren beschlossen, dass schon die Schuhe wechseln hat man basisdemokratisch ganz lange diskutieren, bis man auf ein Modell ist. Aber im Auswärtsspiel gegen Basel, mhm. ist das ein Zufall, dass es auswärts ist und gegen Basel, dass man dann schwarze Schuhe hat? Ich glaube, zufällig. Du meinst wirklich, das sind die neuen Auswärtsschuhe? Das sind die neuen Auswärtsschuhe. Ja, ich fand ich es lustig. Gefunden, irgendwie. Also, es ist nicht so meine Welt, aber irgendwie lustig, dass man dann so rausgibt, du musst jetzt die Schuhe alle. Aber die haben wir nicht hier Südkurven und alle, die Re-Kurven Klar, alle haben irgendwie aber. die gleichen Schuhe. Aber es ist lustig, dass das. Ich habe nicht gewusst, dass das dann so äh, auf einem offiziellen Dokument <laughs> so So, und jetzt kannst du die Schuhe kaufen. Also, die Kommunikation für unserer Kurve ist recht gut. Auch wenn es neue Lieder gibt, äh, mm -hmm. Wenn die Zettel kann man die streberhaft üben. Es also, ist ja völlig legitim, das so zu publizieren. Und jetzt ist die Frage, was macht Zürich, was macht Basel? Oder also wenn haben die dir das ausgehen? Wenn ich jetzt zum Beispiel der Schweizer Vertreter von Puma oder so wäre, mhm. dann würde ich jetzt auch so Zettel kopieren. <laughs> und würde ich die Zürich-Kurve und die umgehen hey, Für das nächste Spiel mit die, die neue Puma in Rot oder was auch immer. Einfach ich Frage, ob du. Ist das gut, wenn also, man einen Umsatz macht? Wenn also, man jetzt die ganze Ostkurve go, go New Balance kauft? Äh, ja, wie viele Leute sind das, die Dann. sich an das halten? Ähm, also die, die in sind, waren, die, die mal als harten Kern mhm. ähm, bezeichnen, ich habe es auf 120 geschätzt, Brian hat es auf 200 geschätzt. Also, so, ja, das ist aber der harten Kern, würde ich sagen. Also macht ein Umsatz, 200 Mal einen neuen Schuh. Gleichzeitig weiß du auch gar nicht unbedingt, was du image-technisch ähm, für deine Marke Ist es der richtige Imageträger, ein Ultra? Und New Balance, ist das nicht auch noch irgendwie Trump nach? Äh Vor kurzem haben wir die nicht gekauft, weil mhm. äh, New Balance-Besitzer, das haben wir ganz so oft schon die, die Marke gesagt, äh, irgendwie relativ. Äh, näher gesehen zum Donald Trump, aber auf keinen Fall. Man vergisst auch schnell wieder Es war ja schon ein paar Jahre her, wo das gesehen ja, oder wo ja. ihm näher zum Trump. Und ja. zudem ist ja noch, weißt du, das mit dem schlechten Image, weil dann, es ist ja nicht so, dass die dann ähm, nachdem sie irgendwie eine Aus Auseinandersetzung mit anderen Fans gehandelt, ist es ja nicht so wie Skifahrer, dann schlussendlich den Ski abziehen und dann so in die Kamera heben. Das machen sie ja dann da nicht. <laughs> Zuerst mal ein bisschen prügeln und nachher noch Schuhe anheben für fürs Vöterin. Aber ich denke, wenn Bierbecher schon geschmissen haben, dann ziehen sie den Schuh ab und rühren den. Vielleicht jetzt, jetzt hat es ja, ja noch keinen emotionalen Wert, diese Schuhe. Die anderen schon. Es liegt vielleicht auch einfach daran, dass die Reeboks auch mal durch sind. Weil, also, sie sie wirklich durch Bei den meisten. Jetzt müssen es die sein. Dann sehen wir den Dreck nicht. Vielleicht sind sie Was ganz du? pragmatisch für alle. Du veranlacht. hast du auch schwarze Schuhe, hm? Ja. Sind Ni das die? Nicht New, <laughs> nein, nicht New Balance. Ah. Kannst du uns den NFT-Token <laughs> erklären? Den IB-Token? <eBay> <laughs> nein, kann ich nicht. Also, wir wollen das eben schon lange mal besprechen. Vielleicht ist jetzt die Gelegenheit da. Du kannst es ja. so uns auch nicht erklären. Ich mal mit dem Marketing-Dude und Das ist also eine sehr abstrakte Sache. Ähm, nein, ich kann es nicht. Aber sie war schnell ausverkauft. Es war ganz schön der digitalen Coup von Ebay. Aber so beliebt war es Ja, Wir sind einfach vielleicht zu alt, um das zu verstehen. Aber da geht es ah, ja, darum, genau. dass du kannst etwas kaufen kannst. Das ist eine Art wie eine, wie eine Kryptowährung, also ein Token. Der hat einen gewissen Wert. Und damit, da hast du aber nichts nachher. Einfach, ähm, ideell hast du irgendwie dir etwas gesichert. Damit hast du aber wie auch etwas Anteil, dir gekauft an, am Verein, ohne dass du wirklich ähm, mit, beim Verein kannst mitreden kannst. Also es ist nicht so, dass du eine Aktie hast und dann Aktionär oder Aktionärin wärst. Ähm, ihr gehört, ich schwadroniere herum und will ich es einfach nicht so verstehen, vielleicht versteht es dann mehr Total, ich als großer Wirtschaftsexperte sowieso. Nein, also was ich noch weiß, ist, dass wenn du zum Beispiel ein e betoken hast, dann darfst du ja gewisse Sachen mitbestimmen. Die sind jetzt nicht so wichtig. Ich glaube so zum Beispiel, wie Garderobe angemalt wird oder wie es dritte goalie libri aussieht. Vielleicht auch, was für Schuhe die Ultra's Wer neuer Trainer wird zum Beispiel nicht. <laughs> Nein, das nützen so, so nicht so wie, wie, zum Beispiel Design von Trainingsjacke oder so ja. Sachen. Dann darfst du so zwischen drei Designs wählen, wenn du so einen Token hast. Und du kannst ja mit dem auch so lustige virtuelle Autogrammkarten kaufen, dass sie nicht immer so schnell ähm, ausverkauft waren vom Vorballmoos. Und dann hast du das irgendwie. Wow, da hört es langsam auf bei mir. Ich weiß es nicht. Etwas Digitales, das aber gleich einzigartig ist, aber du hast nicht wirklich etwas. Ja, und das kostet dann aber irgendwie 200 Stunden. Das extrem viel kostet. Du hast ja müssen so. Hast so du das sammeln können? Je mehr du gekauft hast, desto mehr hast du bekommen. Und ich habe es mal ausgerechnet, aber ich weiss leider zahlen aber Aber du hast etwa 400 Stutz so ausgegeben, um einen 20-Franken-Gucci für den Fanshop oder zu oh, okay. so bekommen. Es wie Monopoly. Irgendwie. Es hat einfach so absurde Töne, es ist wie wenn mir jemand so das Weltall erklärt. Oder so okay, es tönt irgendwie... Es tönt für mich wie ein, ein betrügerisches Finanzsystem, wo leichtgläubige <laughs> Menschen hinter das Licht geführt werden und das Gefühl haben, ja, ja, das ist eine mega ja, ja. gute Idee, ich gebe ich. mir mein das Geld. Und dann merkt man, ach, ich komme gar nicht darüber. Mhm. Ich kann gar nichts davon. Oder aber du hast das Passwort vergessen. <laughs> ja, das <laughs> ja genau, die, die Kryptomillionäre, millionäre mhm. die aber nicht mehr an ihre Kryptos kommen, weil sie einfach das Passwort nicht mehr wissen. Also, die äh, die Frage. Ja, das Lustige ist, Frage, dass, IBE, dass IBE das einführt. Und es gibt ja ähm, also an vielen anderen Orten, wo man, wenn man das eingeführt hätte Bei all mhm. den Clubs, wo nicht ganz so viel Ruhe ist wie bei IBE vor noch kurzem. Stellt euch mal vor, der Burgner hätte gesagt, nachdem er Indien und E-Sports gemacht hat, noch von und jetzt machen wir noch den FC Basel Token. Mit ja. Schimpf und Schand sofort ja. aus dem Büro gejagt. Also, überall wäre das ein Desaster gewesen. Und IBE kann sich das jetzt wie erlauben, hat sich es erlauben, vielleicht kehrt es jetzt schon wieder. Dort hat man wie alles machen können, wo die IBE-Fans wahrscheinlich extrem dagegen sind, also zumindest der härte Kern. Aber ich finde, ja, gut, jetzt kannst du dich ja nicht beschweren. Sorry, wir sind Meister und alles wüsste und Champions League und so. Aber vielleicht liegt es ja auch daran, dass, dass du einfach eine mega grosse Fan gemeint hast und ganz viel halt auch. Leute, wo neu sie die wo aber nicht zum hätte gehören die wo wo so Also ich nehme nicht an, dass unsere Kurve, <laughs> dass unsere Kurve, das hat gut Case oder dass jemand dort so Sache kauft. Immerhin da ja niemals Es gibt ja keinen Protest, oder? Nein. Nein, Ja, aber jetzt mal schauen, wie, wie stabil das Gebilde Young Boys ist. Also grundsätzlich sind äh, nach wie vor von außen betrachtet der stabilste Verein äh, von der Superliga ist wenn man die anderen anschaut, zum Teil gar nicht so schwierig aber jetzt der Jöcki Ries zum Beispiel äh, die Aktie die man noch hat vom, Andi, vom verstorbenen, Andi, äh, verstorbenen Andi Ries, was seinem Brüder das hin, es geht weiter wie gewohnt es ist stabil man muss nicht Angst haben dass man plötzlich irgendwie in die Hand von Sa saudischen Investoren fällt Nein, nee, das glaube ich auch nicht also ich, äh, noch irgendwo in einem Fu Fussball Podcast ich weiß nicht ob ihr euch gehört dass die Amerikaner waren interessiert, an eBay, aber das, glaube ich glaube, er hat sich recht schnell verlaufen. Und ich meine, es ist sicher gut, er die alle Aktien. Ähm, er hat auch ziemlich Geld ja schon vorher reinputter mit seinem verstorbenen Brötchen Und Die Phase 3, die es gegeben wo er wirklich mal Levite <laughs> lesen, der Anti mit den geringelten Söckchen. Zum Glück ist die vorbei und ich, ich finde es super. Also, und im, er muss jetzt zusätzlich noch 20 Millionen obendrauf zahlen. Und das sind sicher gute Voraussetzungen zum Weiterdenken. Und das ist vorher vorhin hast, hast du auch gesagt, ähm, in Wushu we trust. Ich meine, vielleicht ja, ist der Titel Ecke für dieses Jahr, aber am Schluss, eher das Gefühl, der Wushu denkt schon an nächstes Jahr, mhm. übernächstes Jahr. Und Mindestens übernächstes Jahr, ja, das ist so. Für den ist ja eh schon, also eben, wenn jetzt noch mit den Finanzen alles in Ordnung kommt, und, äh, und vielleicht der David auch früher noch einen Job bekommt, als äh, was ist es, Sommer 23 ist er ja auch von ihm ja. ja, also... Es ist sicher eine stabile Ausgangslage zum Weiterschaffen. Zu Gibt es irgendjemanden, wo ihr nicht den Vornamen sagt in Bern? <laughs> ähm, also der Medien, der, Medi der Jöcki, das ist alles. Der, äh, das ist aber eine schöne Krankheit. Ah, okay. Ja. Und ähm, wenn nicht mit einem Dutzis bist, je nachdem, machst du das nicht. Aber zum Beispiel der Albi, Albi Studermann, ja. Medienchef, bei ich angefangen habe, bei Berner Zeitung, ist er auch noch beim Sport. Am am Schreiben und war neben uns, so ich ihn Lehrer habe. Und dann plötzlich geht er zu so mir so, okay. und eben darum sage ich jetzt den Leuten eben mit Vornamen. Aber ich sagen dann nicht «Hallo, Herr...» Es ist eine du unternehmensprinzip Es ist das Amerikanische, dass man sich im Unternehmen auch bis zum obersten Chef oder der Chefin den Vornamen sagt und mhm. also, per «Du» ist. Also «Jöki» würde jetzt kann nicht «Jöki» ja sagen? Im Englischen nicht sagen, oder? Kann man das? Man, einfach, gibt's, ich weiß nicht, ob das vergleichbar ist, wenn du im Englischen halt den Vornamen sagst aber eine Du-Form gibt es ja nicht. Mhm. Das ist ja die gleiche wie die Höflichkeitsform. Wahrscheinlich ist es die Kunst von dort her, ja. ja. Aber man könnte ja Mr. Speicher. Und gilt es dann, wenn man sagt so, «Doch, sag mir Tom», dann ist man sozusagen per Du? Äh, in einer amerikanischen Firma? Das macht sie, glaube ich, schon. Nein, das, ist halt durch das «You» ist einfach ein «You». Ja. Und dann kann man den Vornamen sagen, und dann klingt es schon mega «Nein». und man hat aber trotzdem noch die Distanz, weil es nicht per se ein «Du» ist. Mhm. Die Wahl haben wir ja noch. Wir könnten sagen «Sie Claudia». Das ist, das, ist das, so das, weird. Leer, das Lehrding. Das ist so Sie, komisch. Ich, ja, ja. Ich habe eine Distanz. Ich respektiere dich als erwachsener Mensch, aber ich sage dir doch den Vorname, weil ich bin dein Lehrer und du sagst mir Herr Gisler. Aber ähm, ich finde aber du den Dutzis, es hat ja auch nichts mit Respekt zu tun. Ich kann genauso respektvoll mit jemandem umgehen oder ein ähm, Herzinterview machen, wenn ich jetzt mit dem Stappi per Du bin oder per Se. Gut, das ist in Bern natürlich auch schon mit dem ehemaligen Stappi, mit dem Alexander Zschäppert. Ich meine, es war ja jeder per Du. Wie ist es mit dem aktuellen? Ähm, von meinen Arbeitskollegen sehr wenig. Wir hat er mal das Duziens angeboten, als es um Wahlkampf ging, das ich mir einsalben wollte. Ich hoffe, er lost mm -hmm. den Podcast nicht. <laughs> ähm, ja, aber die meisten sind mit dem jetzt nicht Duziens. Aber ich würde jetzt zum Beispiel mit Ries Reis auch nicht her und sagen: Hoi Jörgi, das wäre irgendwie deplatziert. Ja, also im, Fußball, Im Fußball ist ja grundsätzlich dass ja, ich schnell, das ist bei uns immer schwierig. Mach dir einen Satz fertig. Ich wollte schon seit etwa fünf Minuten ähm, mich von den Fernsehzuschauerinnen verabschieden. Also soll ich oder soll ich nicht? Ähm, Nein, nützing. Singen. Ma singen! Mach einen Teaser. Ah. Versprich ihnen etwas, was sie jetzt leider verpassen, damit sie noch <laughs> <den> Podcast hören. <laughs> ähm, wir reden jetzt gerade noch von der Schwierigkeit vom Duzi in der Fußballwelt. Und wenn ihr das nicht hören, dann ladet euch den Podcast ab und schust äh, sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Und vielleicht nehmen wir es dann noch mal auf. <laughs> Wahrscheinlich eher nicht. Den Podcast gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt: Spotify. Uh, SRF.ch slash Audio. Ihr findet das Internet ist gross. Sikora Gisle. Der SRF-Fußball-Podcast. Auch als Video. Auf SRF3.ch. Also, du bist die Schwierigkeiten äh, von du <laughs> in der Fußballwelt. Ja, im, im Fußball sind ja alle Duzis miteinander. Also Journalisten mit Fußballer Fußballer untereinander, eigentlich bist auch Trainer und so. Mit Gianni Infantino sind alle Duzis. Das wäre vielleicht heikel. Mit dem Platter Zum Beispiel bin ich auch nicht du also, wenn Mit diesem Interview machst du trotzdem den Herr Platter. Mhm. Aber sonst kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass ich mal jemandem an Sie gesagt habe, mhm. bei Interviews. Aber das ist ein bisschen eine Farce. Da gehst dann runter, Eben, du nicht ab. Spielfeld bist eigentlich duzis Und, und nachher machst du eh noch auf also, die ja Und es sind ja auch nicht alle Fußballer, möchten Sie ja dann also gleich ja. memorisieren Sagen sie, ja, wie haben sie denn das erlebt? Ja, weiß ja, wie es ist und so. Genau. Ist völlig, ich finde es ein bisschen gestellt. Ich finde es komisch, weil es ist nicht so, dass das, was du gesagt hast, ist nicht automatisch ist, dass wenn du jemandem gegen außen sein sagst, obwohl alle wissen, dass sie sich sicher du sagen, das macht nicht. Also es, man macht es ja darum, um gegen außen eine journalistische Distanz zu wahren, die ich finde, kommt überhaupt nicht raus. Wir haben auch also mit ein paar Autoren von uns, vom 12, haben wir das auch schon. Du machst Interview mit den Spielern, du bist Sicher per Du, also hundertprozentig. Und dann gibt es aber ein paar, die dann beim Niederschreiben als sie machen. Und ich finde das albern ich finde, man soll es so machen, wie es tatsächlich ist. Und sie findet nein, das geht nicht, das, das schaffe ich so eine kumpelhafte Nähe. Der, also die Autoren meinen das, ja. nicht irgendwie die, die Autoren. Ja. Das ist ähm, etwas, das kommt auch noch ein bisschen von früher und vielleicht wird sich das irgendwann mal ändern. Und ich bin auch in eurem Team, dass ich finde, wenn jeder weiß, dass sie da sind, das dann macht nicht das Spiel und sagt, mhm. dass sie Und gleichzeitig bewahrt es halt in der Wirkung doch noch so etwas in der Distanz. Und ich verstehe, dass man daran festhebt. Äh, auch wenn es leider schon so das durchsichtig ist, wirklich, ist. dass... Es ist albern. Ja, es ist, es ist ein Theater. <laughs> Also vor allem, wenn sie ja. kurz ein zu früh abgeschnitten und dann so ja. «Hey Wally, Wally, komm mal schnell an, okay, komm, wir möchten das jetzt gerade ja, ist klar, bist du ich ja, so alles gut. «Herr Stocker!» Dann so Aber «Einsthaft!» ich schon hin ich sage dir den frühen Grüss.» Und dann am Schluss noch «Hey, ciao, eh!» äh. Genau, so. <laughs> 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 noch ein Handshake. Ja. Nein, das ähm, macht keinen Sinn. Sag mal schnell, du, du schreibst auch, du schreibst für das also eben, du schreibst für produkt Genau. Aber du schreibst auch für IB magazin Ja. Und triffst da... Sind so eine alte Fans, Fans von früher oder, oder langjährige, nicht Fans von früher? Langjährige Fans, die du porträtierst? Nicht mal langjährig. Ich ähm, habe also ja, dort wie so künstlerische Freiheit. Ich, habe es aber schnell, ich pitche es aber schnell, damit sie wissen, was da ungefähr kommt. Aber ich ja, habe auch schon ein Kind, also eine Juniorin, irgendein ib veteran wo ich mit einem Match gehe, der Bilder machen und so eigentlich ausfragen. Mein Ziel ist nicht immer so wie zwölf das Lesebuch, dass man dass, dass auch Leute lesen, die sich eigentlich null für Fußball interessieren. Der Kontext ist ein bisschen schwierig. Immer in in Mitgliedermagazin. Mhm. Ähm, ja, und das kommt irgendwie vier, fünf Mal im Jahr raus. Was lernst du dort? Kannst du ja, jetzt nicht tippes auslegen für einen Werbespot? Nein, nein. <laughs> hast du hast hoffentlich jetzt auch nicht bekommen. Du kannst es immer noch rausschneiden. Ähm, ich lehre dort vor allem, weil aber das Auto Wanktorf nicht kennt. Wenn ich, wenn ich mit älteren Herren meistens gehe, die beschreiben ihnen, wie das Wankdorf war, wie man sich die Spreise eingemacht hat, wie man das Flusko hat getrunken hat, wie man sich frei hat bewegen konnte oder... Irgendwie. Ich noch zwei Sachen... Kannst du den Satz noch sagen? Spreisse habe ich verstanden, Flusko... Flusko, Flusko war so ein schockiges Öff, das man dort gekauft hat, Was ist Spreisse? Ein Spreisen Spreise. Nein, Sprieße vom Holzbank. Ja, ein Spiessen ist das bei uns. Ah, Aha. ehrlich? An ah, ein äh, hat im... Ah. genau. Ja. Und sie beschreiben einfach näher so das Stadion und ich sehe es innerlich vor mir. Dann konnte ich mal einen interviewen, der so eine Lampe nachgebaut hat, wie sie im alten Wankdorf war. Das war echt mega spannend für mich, weil ich es nicht gesehen habe. Und jetzt habe ich ein das Gefühl, ich im alten Wankdorf <laughs> war. Es Das ist mega toll. Dort, wo alte Menschen noch sind Fußballspiel schauen, ich habe im Vorgespräch heute mit dem Memme, hat er so eine These in den Raum gestellt. Vielleicht muss sie selber formulieren. Ich, ich teile sie nicht. Ich glaube, dass... Wegen das, alten Männern. Ja, das in der Schweiz mir wir eins die Eis mit von der jüngsten Stadionpublikum. Haben. Also, da ja, mhm. wenn, wenn so in Tribüne Tribüne gefilmt wird, die anderen Länder in Deutschland, in, in England, wo auch immer, hat es viel ältere, vor allem Männer, hat auch teilweise Frauen, aber es hat immer wieder zwischendrin genug Leute, die älter sind sogar noch als wir zwei zum Beispiel. Wo dann auch Ach, so richtig lieber, alt. So richtig, richtig, richtig alt. Wo dann auch noch Lieder mitsingen und alles. Und das finde ich, wenn ich da in, in den Schweizer Stadion gehe, hat das sehr, 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 sehr selten. Und ich glaube, damals in dem Wankdorf, hat es das wahrscheinlich schon noch eher gegeben. Ich stelle mir das so vor, mit mm -hmm. also Frauenquoten schlecht. Das hat es wahrscheinlich nicht gegeben. Und vielleicht, vielleicht Aber das ist besser, oder? Ja, ja, jetzt ja natürlich. Aber jetzt dann ist es stumperrauchend, ja, ja, flussgottrinkend und fluchend vor. Genau. Ja. Und ich glaube, die gibt es fast die mehr. Also die meisten ich leben eben, wahrscheinlich nicht mehr... Meine These wie es ist eben diese. Aus, aus unserer Sicht jetzt. Ähm, finden wir, wo sind denn die Alten Und Wir merken gar nicht, dass wir jetzt die Alten sind. Natürlich aus der, aus der Perspektive von so einem 15-Jährigen sind die auf der Tribüne das sind die alten Leute. Aber die sind auch nicht viel älter gewesen, als wir heute sind wahrscheinlich ja das stimmt es ist ja immer wie schwierig gerade die Teenager ja schwierig zum einschätzen wie alt die anderen sind sie sind einfach ab 30 ist einfach uralt. Also es, uralt es gab bis 30 und nachher alles drüber wie gleich alte vielleicht habe ich wie in meiner Erinnerung früher sind wirklich alte Leute gekauft. aber vielleicht sind die wirklich eigentlich so alt wie ich jetzt bin aber ich glaube es im Fall nicht auch wenn ich jetzt viel Vötteli anschaue von früheren vom Publikum oder eben von anderen Ländern sind die Leute einfach war wahrscheinlich im Schnitt älter, gewesen, aber es hat auch viel mehr ältere Leute. Gehabt. Vielleicht haben wir ähm, sich so fest auf die Jungen konzentriert, um die Jungen ins Stadion zu holen, mhm. damit man die Alten verloren hat. Plus, man hat zwei-stöckige Stadien, die schon mal ein Stegen arbeiten muss. Also das, wir hatten den einen, der lange nicht mehr kam, <laughs> weil, also weil er mega krank ja. war. Und jetzt kommt er wieder, aber bis er am Platz hockt. <laughs> braucht es ein Luft. Mhm. Also ich habe nicht gerade so 90 jährige gemeint. Oder? <laughs> Nein, ist ist. Es, gibt, es gibt ja auch noch in Basel gibt's ja noch die, die, die Professorentribüne oder so, wo dann schon eher die älteren, die älteren Männer hocken. Aber es Hat ja der Jacques Jesus. Herzog mit Sachen im Stadion. Ich kann mir auch sagen, lassen, der Jacques Herzog ruft Sachen im Stadion ja. in Basel. Das <laughs> würde man ihm gar nicht zutrauen, dem distinguierten alten Architekten. <laughs> Ja. Ähm, aber ja, ich würde gerne mal dem Jacques Herzog sitzen. Es kann natürlich auch sein, dass mit gewissen Ereignissen oder Bewegungen, dass wirklich ganze Generationen halt einfach verloren gegangen sind. Die, die vielleicht, ähm, sagen wir, in den 80er-Jahren so um die 30 er oder so gsi sind. Und dann hast du so eine Welle, gehabt, wo einfach niemand mehr Fußball in der Schweiz. Also, wo, wo es fast tot ist und jetzt hast du hast ein ib match gehabt mit zweieinhalb Zuschauern, was einfach wirklich niemand mehr interessiert ist, und dass dann diese Generation einfach auch nicht mehr ist. Mm -hmm. Und dann ist erst die nächste und das werden die Generationen, die jetzt eben eigentlich alt ist und dort müssen und das gut trinken Vielleicht, Vielleicht sind es die, die Lieder. Ist das so wie Scumilla? Ähnlich. Viel Zucker sicher. Vielleicht okay. sind es die Lieder. Man, «You Never Walk Alone» schon seit äh, immer. Das können alte Leute auch noch mitsingen. es also ist der e Song zum Beispiel bei eBay. Von wo, «Wo zu Fünf»? Ja. Hier? Hast du noch nicht vorbereitet? Okay. Das solltest du doch einspielen. Warum ich probiere jetzt elegant auf den... <lacht> <lacht> ah! Nein, also ich habe der Haufen mit der Überleitung. Ich habe das nächste Portrait, das kommt in meinem Magazin, ist mit dem Baldi Minder. Ich muss es leider noch etwas abtemperieren, hat er mir gesagt. Es ist noch etwas zu persönlich. Aber auf jeden Fall, der ist der Manager von Wurzeln 5 und seit dieser Song läuft... ist ein Berner Rap-Urgestein, der Baldi Minder genau. kennen alle im Kuchen. Ja. Hier in diesem Haus kennen sicher auch. Das muss man glaub, auch gar nicht so essen Also vielleicht ich nicht ich, aber die Wurzeln. Und seit Iben Meister geworden oder wird, ähm, läuft dieser Song. Ja? Und der macht mega Spass, er passt viel. Tönkli, so, als wäre er extra für ein Stadion geschrieben worden, ist er scheinbar nicht. Er ist irgendwie vor 2006 rausgekommen und hatte ein grosses Revival. Das ist natürlich total cool, weil alle von dieser Gruppe auch noch Iben-Fan sind und dann läuft er jedes Mal im Stadion. Das ist ein Rap-Song. Da singt natürlich <laughs> der 85-jährige Stundbraucher. Ich habe da nicht mit. Niemand singt i e love songs mit. Wer singt das mit? Ja, hoffentlich auch. Normalerweise empfindet es viele Fans als störend, dass es überhaupt einen ilaf song gibt, weil sie ihre Kurvengesänge ansingen wollen. Und dann kommt irgendjemand und drückt Play und es kommt. Ich weiß es nicht. Aber sie haben natürlich schon recht hohe Credibility kurve Kurven. Dann schon. Ist dann ruhig. Wenn der ilaf song kommt, dann singen die Fans nicht in Bern. Okay. Also Ich weiß nicht, ich singe aber, darum kann ich es eigentlich auch nicht so genau sagen. Ihr, die jetzt so Tokens gekauft dann vielleicht könnt ihr irgendwann mal äh, dafür, dass ihr Tokens habt, abstimmen, ob das der ein richtige Einlaufsong ist. Das, genau so Sachen kannst du so dann Sachen eben abstimmen. Ja. <laughs> ich glaube, der ist Sakrosankt. Wisst <laughs> du, der Zufall, was leitet der jetzt der Song? Nein, wirklich? Jetzt würde ich sagen, wir bedanken uns ganz herzlich bei Claudia Salzmann für den Besuch. Merci, dass ich kommen Danke vielmals. Sehr schön gewesen Und äh, verabschiedet uns mit hier, Wurzel. Wurz auf fünf? Wurzu. Wurz <laughs> Stellt sich jetzt vor, man hat Trikot an, läuft durch den Gang, raus in das Stadion. Hier, Klaari hier ist Mr. Heimer. Hier ist Scheime, die da nie mehr mit, mit Hier sind die Leiden, hier sind so die Verzeihung. Hier liegt die Eigenschaft in der Hand. Hier, Klaari Herren, hier ist Mr. Heimer.

Es gibt zu viele Schattenseiten, Liebe zum Erhaben Das Leben auf der Strasse, gleich unter unterhübscht Dann ne wieder leere Gassen, Hass im Winter Du weisst, du bist gerade Tageshoch Und die Liebe sind fröhlich am Wetter Warte, ob du sie bekommst, wie schön klein Ich sehe keine Lichter von Kronstadt Und ich kenne viele, die Finger gescheit empfinden Der Vorrat ist doch ehemals gleich Durch meine Ehe aus dem Stomach ist noch Heimat hier Hier, Liebe, es ist tot, ich weiß.

Komm, 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 komm. Ich nehm dich mit auf eine Trip durch meine Stadt, wo Trips, Speed oder Hasch im Bahnhof geht, Deals ab, Junkies heizen Folien, Punks machen holi hängen, Alkis seien die Ungeführung zu ihren Wohnungen gelegt. Lieb die Stadt und ihre Pflastersteine, ich lieb's in Nacht an die Gassen Gassenzeichen. Ich hasse die Stadt, wenn die Klüpen vier in zu seien, Hass ab, die Erde kennt jeden Gerücht, der kocht ihn. Merke gleich gerne, wenn ich vor eine fremde Stadt hei komme, wie mir hast gefällt mit deinen Sandstein-Mauern. Es ist eine Hassliebe, auf einer Art Beziehung,